So, jetzt stehen wir da für die Emmy und dem Wunsch kommen wir natürlich sehr gerne nach Emmy. Die Emmy ist ein Mitglied unserer Facebook-Gruppe. Ja. Haben wir schon mehrmals darauf hingewiesen. Ursi und Helle, Doppelpunkt WOMO-Gruppe, gibt es auf Facebook eine Gruppe. Und das ist eine kleine Community, die schon ganz gut funktioniert. Dann haben wir gern noch Platz für einige neue Mitglieder. Und sind auch andere Vlogger mit drinnen. Ja? Und die Emmy hat uns gebeten, dass wir uns den Sunlight T68 mal anschauen und dazu ein kleines Video machen. Und dem kommen wir natürlich sehr gerne nach. Ja? Da stehen wir jetzt, Emmy, vor der Firma Sunlight mit dem T68, ein Fahrzeug, in dem viele Leute drin sind, wie bei den meisten. Ja, heute ist die Hölle los hier. Aber wir werden uns jetzt da durchschlagen und werden unsere Meinung dazu sagen. Man muss erstmal grundsätzlich zu Sunlight sagen, Sunlight und Carrado ist derselbe Produzent. Es sind nur unterschiedliche Vertriebe. Ich hoffe, ich habe das richtig gesagt. Sunlight, habe ich mir sagen lassen, sind die mit den etwas helleren Möbeln. Und in Carrado-Form gibt es diesen D68 auch, heißt dann natürlich anders. Und die haben die etwas dunkleren Möbel. Ja. Also Emmy, da hast du schon ein Fahrzeugauszug, was begehrt ist. Vor dem Sunlight stehen sie Schlange. Das ist ähnlich vor dem neuen Hümer, ja. Da waren genauso viele gestanden, nur sie. Ja. Wie kommen wir jetzt da rein? Ach ja, jetzt laufen wir mal drum rum und vielleicht ist dann etwas weniger los, und wenn wir wieder am Anfang stehen. Wir fahren ein bisschen unsere Zähne aus, unsere Krallen und Ellbogen und dann kommen wir schon rein, ja. Also wir versuchen es auf jeden Fall. So, also hier haben wir schon mal die Heckgarage. Und die ist schön groß, ist auch gute Garagentüren. Wie viel Gewicht die Garage zulässt, kann ich jetzt nicht sagen. Verzurrösen sind unten angebracht, die oben hat man sich gespart. Aber die Tür auf der anderen Seite ist nicht ganz so groß wie die Tür auf der Beifahrerseite. Es sind hier zwei kleine Nischenfächer dabei. Das finde ich. Da unten ist noch mal ein und da unten sind auch noch Nischenfächer. Also zwei Fahrräder bringt man unter. Und jetzt schauen wir mal von der anderen Seite rein. So, da sieht man gleich wieder. Entsorgung und Gasflaschen unterbringen, da kommen wir nicht hin, da müsste man wieder etwas schlanker sein. Aber man sieht hier durch die Heckgarage durch. So, bis zum Cockpit haben wir uns schon mal vorgekämpft. Das ist also ein teilintegriertes Fahrzeug mit dem Fiat-Cockpit. Da gibt es nicht viel dazu zu sagen. Oben hat man die Ablagefläche und das für einen teilintegrierten die typischen Ablagefächer. Und dann ist das Ganze auch mit Vorhang gelöst. Ja, dann hat man hier diese Sitzgruppe. Und da würde ich sagen, der Tisch macht schon mal so den Eindruck, kann man nicht vergrößern, aber er ist groß genug. Verstellbar. Er ist verstellbar und er ist groß genug. Also ich kenne Fahrzeuge, die in der Preiskategorie über 100.000 Euro sind für 5 Personen und einen deutlich kleineren Tisch haben und das von Premium-Herstellern. Ja. Dann haben wir hier ein Staufach, wo man wahrscheinlich dann auch den Fernseher unterbringen könnte, so man einen haben möchte. Und dann haben wir hier ein Mittelhubbett. Optional aber. Steht dran optional, aber ich weiß nicht, ob das jetzt in dem hier schon mit drin ist. Aha. Also da ist die Sitzgruppe. Das hätte man ja da auch noch. Ich denke, hier kann man den Fernseher unterbringen, wenn man einen braucht. Und die Küche macht dann schön den großen Eindruck. Es fehlt wieder ein bisschen im vorderen Bereich die Fläche, um zum Beispiel Gemüse schnibbeln zu können. Ja? Weil der Platz, den man da hinten hat, den benötigt man schon für andere Dinge. Aber das ist ja allgemein bei Fahrzeugen immer etwas schwierig. Da haben wir oben diese große Klappe. Mit einem oberen und unteren Fach sind sehr tief. Und an das obere hört man kaum. Am oberen ist schwierig, ja. Da kommt man dann nicht so gut ran. Aha. Ist in Ordnung. So, dann haben wir hier die Unterschränke. Voilà.
Ja. Das sind keine Auszüge, also mal hier nicht unter der Spüle, ist kein Auszug. Schublade. Das sind mit Einschub. Jawohl. Ja. Das ist auch sehr schön. Magst du die untere auch nochmal? Ja. Jawohl. Die ist nicht ganz so tief, gell? Wahrscheinlich sind da die Gasflaschen da ja. drin. Also das schaut schon mal ganz gut aus, da bringt man auch was unter. Und da oben hat man auch noch was. So, dürften wir nochmal raus, bitte? Ja. Dankeschön. So, die Technik ist hier untergebracht. Das ist schon hektisch. Man braucht viel Durchsetzungsvermögen, um in so ein Fahrzeug reinzukommen und es in Ruhe betrachten zu können. Ja. Aber jetzt sind wir drin, Ossi, und jetzt gehen wir in den Schlafbereich. Ja. Also, gehen wir ja jetzt an. Und den räumen wir jetzt auch nicht. So, was mir gleich auffällt, das ist erstens mal in der Dusche. Da ist der Radkasten. Das ist schon mal nicht so toll. Zweitens finde ich nicht so toll, dass hier die Dusche so untergebracht ist, dass man... Oder kann man da noch was rausziehen? Die will man irgendwie. Nee. Ah, das da kann ah, man doch, auch machen. Das ja. kann man. Aha. Okay. Also, ich habe eine stabile Wand, finde ich, ist besser, aber okay, das ist auch wieder Geschmackssache. Er hat keinen durchgehenden Doppelboden, das sieht man hier, dass hier die Trittstufe ist. Und er hat aber wieder ein Raumbad und es ist zum Schlafbereich mit einem kleinen Vorhang abgegrenzt. Das ja. ist das einzig Lobenswerte. Ja. Also, hier haben wir einen Vorhang. Es gibt Premium-Hersteller, die Fahrzeuge jenseits der 100.000 Euro verkaufen und die so einen Vorhang nicht drinnen haben. Das muss man ganz klar sagen. So. Also, kommst du rein, dann kann man ja die Tür zumachen. Ich komme immer ganz zu dir. Ja, prima, dann auf. So. So, jetzt haben wir die Tür zu. Und jetzt ist er ruhig da draußen. Ja, jetzt können die anderen Leute rein. Wir genießen jetzt den Carrato T8. Nein, den Sunlight T68 für die Emmy. Und ich liege schon mal da oder ich sitze schon mal auf deinem künftigen Bett vielleicht. Ja, die sind beide gleich lang. Also da kann man ja. sich die Seite aussuchen. Mhm. Und hier kann man rausschauen, da hat man die großen Fenster. Was ich wieder bemängeln muss, ist natürlich, wie bei schon fast jedem Fahrzeug, was wir vorgestellt haben, dass das Fenster nicht ganz bis zum Kopf reicht, dass man wieder aufstehen muss, wenn man rausschaut. Also wer nur auf Campingplätze geht, für den ist es vielleicht irrelevant, aber wer gerne frei steht, für den ist es schon ein Kriterium. Wir haben da oben die Ablagefächer und wir haben auch hier die Möglichkeit, oberhalb des Bettes zum Beispiel Handy und Co. abzulegen. Und da sind dann, das sind nur Lichtschalter. Das sind Lichtschalter und da hat man also keine Steckdosen. Ja, gut. Staufläche ist genügend vorhanden. Da kann man nicht meckern. Aber Steckdosen im Heckbereich fehlen und die sind natürlich schon wichtig. Hier haben wir den Kleiderschrank. Sehr groß. Mit Kleiderstange wahrscheinlich. Ja. Schauen wir rein. Ja. So, und auf der anderen Seite haben wir auch ein großes Fach. Also Stauraum ist genügend vorhanden. Ich würde sagen, jetzt gehen wir mal raus und schauen uns die technischen Dinge an. Vielleicht kriegen wir Beifall, wenn wir jetzt gleich den Platz hier freigeben. Aber einen Schwenk ins Bad solltest du noch reinmachen. Ich bin die Ursinn, ich hätte immer die Hälfte vergessen. Ja, und immer das Wichtigste. Also mach mal schnell, bitte wenigstens so, dass man das noch sehen kann. So sieht also das Bad aus. Das ist meines Erachtens vollkommen in Ordnung. Kleiner Schrank, der langt. Naja, der ist groß genug. Unten hat man auch noch einen kleinen Schrank. Also das ist eigentlich alles großer Spiegel. Und hier hat man hinter der Ossi die Dusche. So, ja, also. Emmy, und jetzt noch ein paar technische Daten. Schönes Fahrzeug. Machen wir es. Ja. Also wie gesagt, kein durchgängiger Doppelboden. Auch hier ist eine kleine Stufe zum Fahrerhaus. Und hier unter der Sitzbank ist offensichtlich auch noch eine Staumöglichkeit untergebracht. So, das Sunlight T68 hat eine Länge von 7,40 Meter.
und hat ein zulässiges Gesamtgewicht von 2,5 Tonnen, womit man das Fahrzeug sicherlich nicht mit 4 Personen und komplett beladen kann. Aber das muss jeder für sich ausrechnen. Ja, Ossi? Ganz schön breit finde ich den. 2,32 Meter bis 2,36 Meter ist normal für Wohnmobile. Ja, ja. Aber ich finde es trotzdem breit. Die Carrado und Sunlight sind alle breiter, ja. Ah ja, okay. Ja. Aber der Preis mit 57.700 Euro ist natürlich schon okay, ja. Ich meine, das ist ganz klar, dass hier Unterschiede sind, auch qualitativ von Schrankaufbau und dergleichen. Denn man zahlt ja jetzt zum Beispiel in dem Euro, in dem wir gewesen sind, der war für 123.000, war gerade 40 cm länger. Schön ist, dass man was geschenkt bekommt. Ja, also halte ich natürlich für etwas verwegen, Kabelvorbereitung und so weiter als geschenkt hinzuschreiben, ja, denn das ist alles bezahlt. Also ich glaube, wenn man denen da 57.000 Euro für dieses Fahrzeug gibt, dann hat man genug bezahlt, dass da nichts geschenkt ist dabei ist. Ja, ja, du kriegst eine Feuerschale geschenkt. Okay. Also, aber ich bin sicher, der wird nur mit 2 Liter Diesel ausgeliefert. Ja, da kriegt man nichts geschenkt. Ja, also, das ist immer, wenn Hersteller von geschenkt sprechen, das finde ich immer etwas witzig. Ja, da haben wir die Entsorgungsmöglichkeit. Ja, da kommen wir jetzt nicht dran, das ist verschlossen. Also, alles in allem, Sunlight T68. Was sagen wir zu Emmy? Also wie der Aufbau ist, wie immer, können wir nichts dazu sagen. Wir sind auch keine Produkttester. Wir beurteilen nur, wie praktisch das Fahrzeug aus unserer Sicht ist. Auch was dann für uns relevant ist, muss für dich ja nicht relevant sein, Emmy. Ich denke, für diesen Preis ist es ein gutes Fahrzeug, gutes oder? Gutes Fahrzeug, ja. Schön eingeteilt eigentlich. Er ist teilintegriert, was eigentlich auch nicht so unsere Welt ist. Wir haben schon lieber einen vollintegrierten. Aber auch das ist Geschmackssache. Viele wollen teilintegrierte, weil sie Fahrertür und Beifahrertür haben. Er ist nicht schlecht. Er hat Einzelbetten, was uns gut zusagt. Er hat eine große Heckgarage. Und man kann mit dem richtig sicherlich schönen Urlaub machen und... Ja, also. Dann. Also Emmy, auf jeden Fall kein schlechtes Fahrzeug. Gefällt mir sehr gut. Und wir hoffen, wir konnten dir ein bisschen weiterhelfen. Ja. Wir widmen uns jetzt den anderen Dingen. Das war die letzte Fahrzeugvorstellung. Und in Zukunft machen wir sowas nur noch am Fachbesucherdach. Ja, aber ich glaube, das mit der Emmy, das hatten wir zuerst übersehen. Das kann sein, oder sie hat das später geschrieben, ich weiß nicht, ist jetzt egal. Ja. Nur nicht, dass sie jetzt sich betroffen fühlt. Nein. Ich glaube, wir haben es zuerst übersehen. Wir haben es auch gern gemacht. Ja. Ja. Es ist halt einfach nur sehr mühsam, wenn so viele Menschen die Fahrzeuge auch sehen wollen. Und da können wir dann auch nicht immer alles vielleicht im Bild festhalten, was man da noch sehen hätte können. Und die Leute sind auch sehr gestresst. Ja. Und das lassen sie sich manchmal auch anmerken. Aber wir haben es jetzt geschafft. Ja. Jetzt gehen wir essen. Jetzt gehen wir erstmal essen. Also, dann. Tschüss. Jetzt machen wir trotzdem noch mal einen Nachdreh. Denn das ist der i68. Das heißt, für das gleiche Fahrzeug als Integrierter. Und da schauen wir noch mal, was der für Maße hat. Das heißt, für nichts anderes ist es halt nur das integrierte Fahrerhaus. Und da sieht man, der 7,41 Meter Länge ist auch bis 3,5 Tonnen und preislich liegt er jetzt bei 66.000. Aber was der große Vorteil ist, man bekommt wieder Kabelvorbereitung geschenkt, Multimedia-Paket geschenkt und Höfarts Feuerschale bekommt man auch geschenkt. Was auch immer das ist. Aber Feuerschale, das ist zum Griller. Ach so, na super. Ja. Ein Geschenk, glaube ich, schaut man nicht ins Maul. Ja. So großzügig ist Sunlight. Ja. Also, das war noch die Ergänzung. Und jetzt endgültig, Ossi? Endgültig machen wir jetzt Schluss mit Sunlight. Tschüss.